Der nächste Film ist ein Drama aus Vietnam und heißt May, die dritte Frau. May ist die Protagonistin dieses Films und sie heiratet einen reichen Gutsbesitzer, der bereits zwei andere Frauen hat. Sie wird damit Teil einer Familie und ist zunächst die Fremde. Und sie hat sich unterzuordnen in einer Gesellschaft, in der der Mann das Sagen hat. Warum der Gutsbesitzer jedoch zwei andere Frauen vorher hatte und ob dieser Film vielleicht mehr ist als so ein klassisches Gesellschaftsdrama, das verrät Ihnen jetzt Clara Wignanek. Als die junge May verheiratet wird, ist sie gerade mal 14 Jahre alt. Schnell wird sie schwanger und betet offen dafür, den letzten Jungen der Familie zu bekommen. Weil das und nur alleine das ihr auf ewig Respekt und Ehre in der Familie sichern wird. Ich wünsche mir einen Jungen. Gut, so ist es recht. Frau Sun ist immer noch keine richtige Hausherrin. Das liegt daran, dass sie Herrn Hung noch immer keinen Sohn geboren hat. Und jetzt passiert etwas Besonderes in meinen Augen. Anstatt jetzt eine Geschichte zu erzählen, wie schwer es doch jetzt die junge Frau unter den Schatten der ersten und zweiten Frau hat, zeigt mir May, die dritte Frau, sehr bedacht und greifbar, wie sich zwar die Frau den Traditionen und dem Mann vor über 100 Jahren in Vietnam unterordnen musste, aber auch, wie sich die Frauen gegenseitig unterstützen, wie ihr Alltag aussieht, was ihre Gedanken sind. Stell dir vor, du würdest einen Tanz aufführen. Erst führst du ihn nur für dich auf. So findest du heraus, was dein Körper gerne mag. Wenn ihr zwei dann zusammen seid, kannst du ihm zeigen, was du gelernt hast. Wie das hier. Der Film erzählt differenziert und malerisch von realistischen Gegebenheiten und doch zeigt sich in den Details des Films seine Modernität und Innovation. Da ist keine rasende Eifersucht auf Mays Jugend oder Intrigen gegen sie. Sowas hatte ich zumindest im Kopf, als ich den Titel zum ersten Mal gehört habe. Aber weit gefehlt. Es geht um etwas anderes. Langsam, aber irgendwann kaum zu übersehen, offenbart der Film die ersten Schritte von weiblichem Empowerment und zeigt gleichzeitig, dass nicht nur die Frauen in Tradition und Vorherbestimmung gefangen sind. Denn die Familie hat bereits einen Sohn. Son, der Sohn der ersten Frau, will aber nicht heiraten, weil er bereits in eine andere verliebt ist. Sie ist nicht dein Kind. Dein Vater ist auch ihr Vater. Was hast du da? Du lügst. Aber auch er muss sich den Regeln beugen. May, die dritte Frau, zeigt mir zunächst eine bekannte Geschichte, lässt aber Genre-Klischees und Erwartungen hinter sich und zeigt die Frauenfiguren nicht nur mit wenig Eigenschaften und als Treibmittel für den männlich dominierten Plot, sondern gibt ihnen eine tiefe Dreidimensionalität, einen eigenen Willen, sexuelle Selbstbestimmung. So erzählt mir der Film reflektiert und spannend das Schicksal von May und blickt dabei kritisch auf Tradition und Rollenbilder. Ein modernes Historiendrama mit meiner Meinung nach Bezügen zur Gegenwart, nicht nur etwas für Liebhaber von Kostümfilmen.